Nichts. Ich sehe irgendwo was versteckt, aber. Also, du brauchtest auf jeden Fall Zertrümmerer und ein Fahrrad. Aber ich meine, um in die Höhle überhaupt reinzukommen, brauchtest du in Diamant- und Perlstärke. Das haben sie dann irgendwie abgeschafft. Irgendwie so. Meteor-Mash. Zur Sternhieb. Ja. Okay. Okay. Die meinen auf Level 46 jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Ja, Kuro, die Textboxen sind manchmal sehr interessant. Da stimme ich dir zu. Ich will auch wieder Hype-Emotes haben. Oh. Vermisst du Jan Pock? Oder Eclair Pika? Oder beide? Oder Eclair Hype? Oder Eclair Hype, ja. Ja. Nehmen wir das mal. Guten Abend. Gut, dass ich schneller bin als du. Weil ansonsten ist das nämlich ziemlich nervig mit dem R-Slash. Gut. Weil ich gedacht hätte, dass Togekiss schneller ist. Aber okay. Man hat sich so dran gewöhnt. Ja, also ich würde jetzt auch ehrlich gesagt gerade die Emotes von Jan dann nicht unbedingt missen wollen, wenn du dich halt so dran gewöhnt hast. Vor allem käme ich mir voll blöd vor. Ich habe die Emotes gemacht, aber ich kann sie nicht benutzen. Das ist dann so... Muss dann auch nicht sein. Und ich bin da immer noch sehr happy mit. Bin ja immer sehr selbstkritisch und teilweise auch so, ja, wenn ein bisschen Zeit verstrichen ist und ich da nochmal drauf gucke, bin ich oft so, was hast du da eigentlich gemacht? Aber da bin ich echt ganz glücklich mit. Ich meine, es gibt auch viele andere tolle Sub-Emotes auf Twitch. Auf jeden Fall. Ich habe allerdings auch schon ein paar gesehen. Sei es jetzt wirklich, auf Twitch oder auf YouTube, da kann man ja auch Emotes haben, die halt echt so unglaublich hässlich waren. Beziehungsweise einfach copy-pasted. Also irgendwie einfach 1:1 irgendein Icon, was so existiert, genommen und als Sub-Emote gemacht. Ich sag mal so ein Triforce oder so. Einfach 1:1 genau so, wo ich mir denke, zum einen, was ist der Nutzen da drin? Wann sollte ich das posten wollen? Und ist halt auch nicht so kreativ. Kuro! Danke schön, dass du Melli einen Sub geschenkt hast. Nur Melli, man muss nur jammern, ne? Dann klappt das. Das ist lieb von dir, Kuro. Danke schön. Jetzt kannst du deinen Pika wieder benutzen. So ein Hypertrank wäre nochmal ganz nett. Was? Ein Hypertrank? Ein Hypertrank. Okay. So. Das kann so bleiben. Hallöchen. Also ich muss sagen, wenn ich Emotes mache, ich klicke halt meistens auch auf das kleine Emote-Icon und klicke dann auf das Emote, weil ich manchmal zu faul bin, die auszuschreiben. Aber ist natürlich auch sehr unpraktisch, wenn du Emotes machst und Leute sollen das wirklich eintippen und dann sind die extrem lang irgendwie. Also... Von Jan Conglomeration Absorption Service. Was? Mein neues Emote. Conglomeration Absorption Service. Was soll das sein? Ich hab keine Ahnung. Okay. CAS. Jan Cash. Mein Conglomeration Absorption Service Hoodie. Das ist dann Jan Cash. Ach so. Also ihr merkt da schon, ne? Wenn Jan mal bei einem Stream nicht dabei ist, ist er beim nächsten einfach doppelt so random aus dem Off. Könnt ihr euch merken. Heißt, wenn ihr merkt, Jan ist nicht dabei, dann müsst ihr euch auf den nächsten Stream schon mal besonders gut vorbereiten. Der war irgendwie nicht sonderlich anspruchsvoll, wenn ich mal ehrlich bin. Sind wir bald da? Oh, so. Nach unten, nach oben? Ich denke mal weiter nach oben, ne?
Ich finde das so mies, hier sind so viele Steine und hier ist nie irgendwas drin. Wahrscheinlich genau in dem Stein, den ich nicht anklicke. Wirklich. Okay. Wenn du einfach nur einen Doppelpunkt und dann das Kürzel eintippst, schlägt er dir einfach alles vor. Aha. Was, Jules? Ja, Jules hat sie geschrieben. Das funktioniert echt praktisch. Hast du direkt in der Liste einfach alle. Kai, glaubst du wirklich, ist es sicher für dich, die Emotes auszuschreiben? Also ich weiß nicht. Aber gib mir Luft. Ja, genau deswegen. Ich sollte nie ein Emote machen, was sich an Pummel heißt oder so. Mhm. Oder? Alternativ mache ich ein zweites für die, die sich verschreiben. Nein. Free Pioka, zum Beispiel. Oder was ihr. Ja, was gerne mal in Vergessenheit gerät, aber auch existierte, war Pilfina. Ich glaube, es war Plinfa oder so. Das hatten wir auch alles schon. Das Schlimme ist, den Pummeluff-Verschreiber von Kai, den hatten wir schon zweimal. Das eine Mal ist nur schon so lange her. Ja. Wobei, ist Sizor, Sichlor oder Xerox? Sichlor? Okay. Cypher ist Xerox. Cypher ist Sichlor. So. Also hast du mich jetzt gebaitet? Ja, hast du. Ich hatte nämlich schon geklickt, als du mich korrigiert hattest. Ah. Scheiß, Mann. Boah, Jan. Boah, Svenja. Nee, nee, nee. Rico, danke schön für 4 Monate Treue. Irgendwie hat das nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft hatte. Jetzt wird es garantiert keinen Schaden mehr machen. Man sollte meinen, dass Jan weiß, wie sein Lieblings-Pokémon auf Englisch heißt. Aber nein. Tut er nicht. Tut ich doch. Offensichtlich nicht, du musstest dich korrigieren. Ich habe ja auch versprochen. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Wisst ihr, wie euer liebstes Pokémon auf Englisch heißt? Bei mir ist das ja nicht sonderlich schwer. Der ist Pikachu in jeder Sprache einfach gleich. Ja. Kann ich da was für? Bei Kais Lieblings-Pokémon könnte es wahrscheinlich auch so sein. Kann erstmal drin bleiben. Stimmt, bei Gracie ist es auch das Gleiche. Und selbst wenn es das offensichtliche Shaman wäre, wäre es wahrscheinlich auch das Gleiche. Panzer Eron, könntest du bitte verschwinden? Du guckst mir zu böse. Liebe Panzer Eron. Ja. So. Einfach weggesurft. Jetzt so eine Feuerattacke. Oder so eine Elektroattacke. Fortress. Jetzt so eine Feuerattacke. Was mache ich denn mit dir? Auch versuchen wegzusurfen? Du machst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir super viel Schaden machst. Versuchen wir das doch mal. Ja gut. Irgendwie mag der Trainer die Attacke. Gut, dass ich eh speziell angreife. So. Aber so langsam wäre ich schon ganz gerne mal da. Weil ich meine, gut, irgendwo wurden wir, glaube ich, geheilt auf halbem Wege. Aber ich latsche jetzt nicht wieder zurück. Seid ihr jetzt schockiert, dass Mimikyu im Deutschen Mimikma heißt? Ich sag halt immer Mimikyu, weil ich es leichter zum Aussprechen finde, tatsächlich. Mimikma hat mir zu viele M's. Ah, da. So, da geht's gleich irgendwann wieder rein.
Du wagst es, mich anzusehen. Was ist das denn für eine Aussage? Ich meine, bei so manchen Leuten, die ich irgendwie draußen auf der Straße treffe, habe ich auch das Gefühl, dass sie sich genau das denken, aber wir kennen alle diese unglaublich freundlichen Leute. In Bus und Bahn und wer weiß überhaupt wo. Die was machen? Die einfach unfreundlich sind. Also ich verstehe es halt auch nicht. Ich fahre ja auch mit dem Bus zur Arbeit. Und also teilweise zu Fuß und dann mit dem Bus. Ich verstehe halt nicht, was daran so schwer ist, wenn man in den Bus einsteigt und sein Ticket vorzeigt oder an dieses Scan-Gerät dranhält. Warum halt manche Leute dann nicht wenigstens mal Hallo sagen oder so? So, weil du kannst doch wenigstens Guten Tag zu dem Busfahrer sagen. Das ist jetzt kein Beinbruch oder so. Ich finde es immer furchtbar, wenn Leute dann einfach da einsteigen und einfach durchrasen mit so einer unglaublich freundlichen Fresse. Am besten noch Handy am Ohr und halb am Rumschreien oder so. Wo ich mir so denke, man kann doch wenigstens halbwegs freundlich sein. Genauso, wenn ich jetzt drin bleibe und angreife, killt mich der Hagel? Man weiß es nicht. Ich halte mich trotzdem einmal. So. Genauso, was ich halt beim Busfahren immer richtig, richtig ätzend finde, sind halt die Leute, die sich an den Gang setzen. Also ich meine, wenn man wirklich viele Taschen hat oder so, und man stellt die dann quasi auf den Sitz neben sich, kann ich irgendwo verstehen. Aber ich weiß nicht, wieso man sich nicht einfach generell ans Fenster sitzt, dann die Taschen meinetwegen neben sich und wenn der Bus dann wirklich voll ist, dann kann man die ja auf den Schoß nehmen. Aber ich finde das immer total blöd, wenn Leute sich halt wirklich demonstrativ an den Gang setzen, weil, ganz ehrlich, das machen die Leute, weil sie auf gar keinen Fall jemanden neben sich haben wollen. Oder auch Leute, die wirklich überhaupt keine Taschen haben. Die setzen sich dann auch manchmal einfach an den Gang. Die haben keine Taschen oder sonst was, die setzen sich an den Gang, weil, klar, ne, wenn dann jemand kommt, müsste man erstmal fragen, hey, kann ich mich daneben setzen? Wenn du natürlich am Fenster sitzt, dann können die Leute sich einfach direkt neben dich setzen. Deswegen, ich verstehe das irgendwie nicht. Ich setze mich immer ans Fenster, damit potenziell sich Leute neben mich setzen können. Klar ist das dann nervig, wenn ich aussteigen muss, dann immer, hey, können Sie mich mal kurz rauslassen? Aber ich habe noch nie erlebt, dass da irgendwer unfreundlich war oder so. Sind alle sofort aufgestanden und dich rausgelassen. Und deswegen, ich finde das echt dreist, wenn Leute sich dann immer an den Gang setzen. Ne? Also, wie gesagt, es gibt Gründe dafür, wenn du halt wirklich viele Taschen hast oder so. Oder ich hatte mal einen Kuchen, den ich mit zur Arbeit genommen habe. Da habe ich mich auch an den Gang gesetzt und den Kuchen halt neben mich ans Fenster, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass Leute vielleicht nicht hingucken und sich auf den Kuchen setzen, wenn ich den an den Gang stelle. Oder halt, wenn der Platz frei wird und du willst nicht rüberrucken, jetzt beim Viererplatz oder so. Das kann ich halt voll verstehen, aber einfach dieses Demonstrative, das sind traurigerweise sehr oft Rentner, dieses Demonstrative, nein, Oma Gertrud muss sich jetzt an den Gang setzen, damit kein freches Kind sich neben sie setzt. Es ist so, Oma Gertrud, please. Warum? Ne? Also, das ist auch immer super, wenn sich Leute an der Tür versammeln und du da einfach nicht mehr durchkommst. Wenn sich plötzlich jemand auf den Kuchen setzt. Da war ja noch so eine Haube drüber, aber trotzdem. Also bei sowas habe ich dann, ne, mich da hingesetzt. Aber ich nehme halt auch mal meine ganzen Taschen und so auf den Schoß. Also, ja. Ich hatte halt ein einziges Mal, dass sich halt jemand neben mich gesetzt hat, wo ich es ein bisschen bereut habe. Meistens ist mir das eigentlich vollkommen egal. Aber das eine Mal, ich bin heute hier gekommen, ne, hat sich eine Oma neben mich gesetzt. Die hat ungelogen so gerochen, als wäre die gerade aus einem Grab auferstanden. Die hat einfach, ihr kennt ja vielleicht diesen typischen Alte-Leute-Geruch. Das war einfach 50 mal schlimmer. Die hat wirklich gestunken, als wäre sie tot. Und das nicht erst seit heute. Also die hat wirklich einfach richtig hart, muffig gestunken. Ich glaube, irgendein Körperteil von ihr, das sie natürlich versteckt hat, ist irgendwie verrottet oder so. Wahrscheinlich irgendwie ihr kleiner Zeh oder so. So hat das gerochen. Ich war so froh, dass die schnell wieder ausgestiegen ist. Also, das war nicht so schön. Aber ansonsten,
ist das eigentlich bislang immer okay gewesen. Also... Kai, was? Saß der auch im Bus neben dir? Ich hoffe mal nicht. Also es gibt halt auch voll viele Leute, die richtig nett sind, so die dann neben dir irgendwie sitzen oder so. Gibt auch welche, die halt einfach ganz neutral sind. Wenn du dann sagst, können sie mich rauslassen, dann stehen die einfach wortlos auf oder so, aber meinetwegen. Aber ja. So manche Rentner sind halt so ein bisschen seltsam manchmal. Aber ich finde auch viele Jugendliche irgendwie, die dann da am Rumbrüllen sind und am... weiß nicht. Also oft sind es dann halt so Leute, die dann, glaube ich, noch ein bisschen jünger sind als ich, die dann einfach in dieser Phase sind, ey, yo, Alter, ist voll cool, wenn wir hier laut rumgeiern und uns schubsen und so. Und ich denke mir so, ah, ich bin zu alt für sowas. Also die sind auch manchmal ein bisschen anstrengend. Das auf jeden Fall. Aber, ja. Okay, geil. Und die Sache ist ganz ehrlich, ist mir jetzt einmal super, super unangenehm irgendwie, wenn ich irgendwo sitze, das ist so mein Notfallplatz, also der ist jetzt nicht so toll, und dann steigt aber jemand von einem guten Platz aus und dann denkst du dir so, eigentlich würde ich mich da jetzt schon gerne hinsetzen. Nee, du warst noch halb Stahl, eventuell? Ja, wahrscheinlich. Es ist dann immer so, dieser Struggle, ne? Stehe ich jetzt auf und sichere mir den guten Platz oder sieht das jetzt doof aus? Oder beleidige ich damit meinen Sitznachbarn, wenn ich jetzt aufstehe? Nur ganz ehrlich, Kai, wenn ich sehen würde, dass da jemand so oder riechen würde, dass da jemand so extrem stinkt, dann würde ich gehen. Autsch, hör auf, so viel Schaden zu machen. Die Sache ist, du hast halt, egal ob es Rentner sind oder Erwachsene oder Jugendliche, Kinder, wie auch immer, die sind alle auf ihre Art und Weise nervig. Beziehungsweise manche von denen sind einfach extrem nervig, also das hast du immer. Ich hatte auch letztens im Bus einen etwas fragileren älteren Herrn, der mit einem Rollator halt im Bus war. Und da gibt es ja extra diesen Bereich, wo man halt Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren gut abstellen kann. Und dann wollte der halt aussteigen. Und ich hatte auch jede Menge Schulkinder noch im Bus. Und dann musste der sich da so ein bisschen durchquetschen. Und hat halt auch eine auch etwas ältere Dame darum gebeten, dass die Schulkinder, also jetzt keine Kleinkinder, ne, irgendwie 16, 17 waren die vermutlich, dass die ihm halt helfen, dass die quasi, er steigt halt rückwärts aus und die können dann den Rollator quasi ihm hinterherheben aus dem Bus raus. Ist ja auch nett, ne? Haben die Kinder auch gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, ist doch schön, dass sie ihn erst rauslassen und so. Hätte natürlich auch ganz anders sein können, wie Kinder halt manchmal so sind in allen möglichen Altersklassen. Und dann hat jemand den Rollator halt vorne genommen und aus dem Bus halt mit rausgehoben. Und dieser Opa war halt wirklich, wie gesagt, sehr fragil und hat da nur so ein bisschen rumgemurmelt vorher und so. Und dann haben die ihn rausgehoben und auf einmal fängt er an zu schreien, fasst mein Rollator da vorne nicht an! Ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Und dann ist er ausgestiegen und dann ist er mit seinem Rollator weggefahren und hat die ganze Zeit rumgeflucht, so scheiß Kinder und so. Und ich denke mir so, die wollten denen doch nur helfen. Hallo? Und ist jetzt auch nicht so schädlich, den Rollator da vorne anzufassen, ne? Der geht schon davon nicht kaputt. Das war auch faszinierend, tatsächlich. Man trifft die interessantesten Leute. Definitiv. Manches verstehe ich halt auch irgendwie einfach gar nicht, so manche Verhaltensmuster. Also, weiß nicht. Oh, ich habe Team Asgard mittlerweile mal gefunden. Ich hatte mal den Fall, dass ich halt auch im Bus war und dann aussteigen wollte. Und ich sag mal, ja, man stellt sich dann gegebenenfalls kurz vor der Haltestelle ja schon an die Tür. Kann man ja machen, ne? Mache ich halt auch manchmal ganz gerne. Wenn ich halt sehe, dass an der Haltestelle vorher halt viele Leute einsteigen, dann stehe ich schon mal aus, stelle mich an die Tür, dann können die halt meinen Platz schon mal haben. Oder so. Und da ist ja eigentlich immer genug Platz, dass da halt 2, 3 Leute vor der Tür stehen können. Und dahinter ja logischerweise auch noch.
Und ich hatte das halt einmal an einer Haltestelle, dass ich dann da halt auch stand. Und dann kam so eine Frau und meinte auch so, ja, können Sie mich bitte vorlassen? Und so, ich so, ich stehe nur an der Tür. Ja, kann ich mich bitte vor Sie stellen, damit ich schneller aussteigen kann? Ich dachte mir so, okay, vielleicht muss die ganz dringend irgendwo hin. Hat sie dann auch gemacht. Und dann ist die einfach richtig gemütlich ausgestiegen und dann einfach an der Bushaltestelle stehen geblieben. Da dachte ich mir, das hat es jetzt vollgebracht, Vibe, dass du da vor mir ausgestiegen bist, wenn du eh draußen stehen bleibst. Es gibt halt wirklich so Leute, deren Gedankengänge erschließen sich mir nicht. Ich habe da ja kein Problem mit, ne, wenn die vor mir aussteigen möchte, aber wenn die dann eh einfach zwei Schritte danach stehen bleibt, denke ich mir so, warum? Ich bin dann echt manchmal gewillt nachzufragen, aber das tue ich dann halt nicht. Fein, ha? Ich glaube, wir kommen langsam dem Ziel näher. Also es soll jetzt auch gar nicht irgendwie beleidigend klingen oder so, aber ich verstehe halt sowas einfach irgendwie nicht. Also ich bin ja auch so der Meinung, mit Höflichkeit kommt man halt weit. Bedeutet, man muss sich ja jetzt nicht in der Öffentlichkeit irgendwie zum Idioten machen. Bedeutet auch, wenn Leute vielleicht manchmal komisch sind dir gegenüber oder nicht ganz so freundlich, dann muss man ja nicht sich auf das gleiche Niveau herablassen. Deswegen, klar, wenn solche Anliegen kommen, dann meinetwegen. Aber manchmal finde ich das einfach nur seltsam, wie sich andere Leute verhalten. Und dann frage ich mich, wie solche Leute durchs Leben kommen irgendwie. Natürlich bekommst du erstmal den Antikraftboost. Gut, dass du mir sowieso nichts kannst. Und das, wie gesagt, soll dann auch gar nicht so abwertend klingen nach dem Motto, ich habe da voll eine dumme Kuh getroffen oder so. Ja, nee, die hat ja vielleicht ihre Gründe gehabt, aber es ist einfach seltsam. Also, ne? Wie gesagt, Kai, ich finde, damit kommst du auch einfach am weitesten. Also mit Höflichkeit kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Und selbst wenn dir dann Leute wirklich blöd kommen, dann kannst du halt immer mit gutem Gewissen sagen, dass du dich halt aber trotzdem richtig verhalten hast, ne? Melli, das ist auch extrem oft so bei Bus und Bahn. Dass die Leute nicht verstehen, dass man erst die Leute aussteigen lässt, bevor man einsteigt. Aber es könnte ja der beste Platz weg sein, wenn ich mich nicht sofort reindränge, ne? Also. Das ist. Ja. Ja. Habe ich da was von Slow King gelesen? Also wie gesagt, du hast die interessantesten Leute im Bus. Ich hatte auch mal jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wie da so der Kontext war. Auf jeden Fall war dann im Bus jemand, der offensichtlicherweise nicht deutsch war. Ist ja gang und gäbe. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das angesehen hatte oder ob die Person sich dann einfach in einer anderen Sprache unterhalten hatte. Ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und dann stand da jemand auch im Bus und hat dann lautstark durch den halben Bus geschrien von wegen, ja, geh doch in dein Land zurück und kein Wunder, dass du in deinem Heimatland oder dass Leute in deinem Heimatland irgendwie erschossen werden oder so. Und ich dachte mir so, wo bin ich hier schon wieder gelandet? Also, ich verstehe sowas nicht. Ich werde sowas auch nie verstehen. Aber ich glaube, sowas muss ich auch nicht verstehen, weil sowas ist einfach nur widerlich irgendwie. Weil ich sag mal, ich finde es immer okay, das ist mal ein schwieriges Thema, wenn Leute nicht super tolerant gegenüber irgendwelchen Gruppierungen sind. Und es ist mir vollkommen egal, welche Gruppierung das ist. Ob das was mit Herkunft zu tun hat, mit Religion, mit Sexualität, mit Geschlecht, whatever. Wenn Leute da jetzt nicht hundertprozentig offen gegenüber sind, okay, solange die das halt für sich behalten und sich ihren Teil denken. Ich meine, klar fände ich es schön, wenn wir alle miteinander auskommen würden, ganz klar, aber es ist schwierig. Unmöglich. Irgendwie leider schon. Und deswegen, solange das Leute für sich behalten, meinetwegen. Weil ich sag mal, gerade so die ältere Generation, meine Eltern, meine Großeltern, die tun sich mit Sicherheit auch sehr schwer mit homosexuellen Gruppierungen, weil das gab es zu deren Zeit so einfach nicht oder nicht so häufig.
Und deswegen ist das auch, glaube ich, sehr schwer, das bei denen so einzutrichtern. Und das ist auch... So offen wie bei uns. Ja, damals war das ja ein Verbrechen. Das hat ja keiner... Aber teilweise auch strafbar. Ja. Deswegen, ich finde sowas nicht gut, aber zumindest in Ordnung, solange das halt, wie gesagt, im eigenen Rahmen so ist, ne? Aber das wirklich so an die Öffentlichkeit zu tragen und sowas offen zu sagen und rumzuschreien, ist einfach nur absolut beschissen. Und gehört sich einfach gar nicht. Und ist wahrscheinlich auch strafbar, würde ich mal behaupten. Also, wenn das kein Rassismus ist, dann weiß ich auch nicht. Also sowas finde ich einfach... Duh. Ne? Und wie gesagt, da muss man auch nicht mal diese klassischen Sachen nehmen, zum Beispiel Ausländer oder so. Du kannst doch alles diskriminieren heutzutage. Auch so Sachen wie Männer, Frauen, Altersgruppen, groß, klein, dick, dünn, Haarfarbe, du kannst alles. Wegen seinem Sternzeichen. Von mir aus auch das. Bist voll der Löwe. Wobei, das war tatsächlich in der Grundschule der Fall, wenn du Jungfrau als Sternzeichen hattest, weil das war ja so witzig. Von daher gesehen, es gibt alles. Alles. Leider. Und ich finde, sowas ist dann einfach nur bescheuert. Seid nicht dieser bescheuerte Mensch im Bus. Bitte nicht. Seid kein Bus-Guy. Seid kein Bus-Guy. Zumindest nicht der aus meiner Geschichte. Seid auch bitte keine nach Tod stinkende Oma aus meinen Geschichten. Und wenn ihr tatsächlich so wie der Bus-Guy seid, dann schließt jetzt bitte diesen Stream und geht. Danke. Mal kurz den Chat so ein bisschen nachlesen. Das ist einer gegangen. Okay. Deine Viewerzahl hat sich gerade um eins verringert. Gut, der hat wenigstens auf mich gehört. Ja. Das Problem ist auch, was ich halt als Frau halt auch irgendwie oft wahrnehme, weil manche Frauen sich ja wirklich von allem getriggert fühlen. So von wegen, da steht nur, in dieser Werbeanzeige steht nur Kunde, aber nicht Kundin. Jetzt fühle ich mich aber richtig hart beleidigt. Und ich denke mir so, habt ihr sonst keine Probleme? Ich bin auch eine Frau, mir ist das egal. Wenn da Kunde steht, fühle ich mich trotzdem angesprochen, weil das für mich einfach ein neutraler Begriff ist. Egal, ob du jetzt männlich, weiblich, irgendwas anderes bist oder ob ich ein Hund bin, der da eben seine Wurst kaufen will. Ich fühle mich vom Begriff Kunde angesprochen, Punkt. Und ich finde, viele Leute diskriminieren sich schon fast selber, indem sie sich wirklich von allen diskriminiert fühlen. Denen kann ich dann auch nicht mehr helfen. Wie viele Asgard-Leute latschen hier rum? Egal, Erfahrungspunkte. Das ist so meine Meinung.